Book of Unwritten Tales, eines der Adventure-Highlights 2009, wird in diesem Oktober fortgesetzt. Obwohl die Story von Die Viehchroniken genau genommen ein Prequel ist, also die Vorgeschichte erzählt. So erfahren wir beispielsweise, wie sich Protagonist Nate und das zottelige Vieh überhaupt kennengelernt haben. In den 90er Jahren stand der Name Janes bei PC-Spielern in erster Linie für realistische Flugsimulationen. Damit ist es jetzt wohl vorbei, denn Janes Advanced Strike Fighter setzt auf flotte Luftkampf-Action im Stil der Hawks und Ace Combat Serien. Die Doom-Erfinder melden sich mit einem neuen Ego-Shooter zurück. Doch Rage soll mehr sein als nur Rumgeballer. Und deshalb erkunden wir die vergleichsweise offene Spielwelt hinterm Lenkrad verschiedener Fahrzeuge und unterhalten uns in den Endzeitsiedlungen mit zahlreichen Überlebenden der Apokalypse. Geballert wird aber trotzdem wieder jede Menge. Wie bei Sportspielen üblich, gibt's auch bei 2K Sports Basketballreihe NBA 2K ein 2012er Update. Das liefert unter anderem 15 historische Teams und eine verbesserte Ballsteuerung. In Orcs Must Die ist der Name Programm, denn unser Held haut die heranrückenden Orcs gleich reihenweise um. Wer clever Geschütze und Fallen aufbaut, dezimiert die Grünhauttruppen sogar noch schneller. Die Heroes of Might and Magic Reihe geht in die sechste Runde und nennt sich jetzt Might and Magic Heroes 6. Kleine Änderung beim Namen, kleine Änderung beim Spiel, das scheint das Motto bei Ubisoft zu sein. Abgesehen von der hübscheren Grafik soll die Fortsetzung der Rundenstrategie-Klassiker nämlich serientypisch anspruchsvoll bleiben. Und nochmal Rundenstrategie. Und nochmal eine Fortsetzung. Disciples 3 Resurrection soll beachtliche 70 Spielstunden lang für Beschäftigung sorgen und liefert dazu rund 50 neue Einheiten, Story-Charaktere und eine Kampagne mit, in der die Armeen der Untoten aufgehalten werden müssen. Nach mehr als 10 Jahren bekommt die Wirtschaftssimulation Airline Tycoon einen Nachfolger. Teil 2 setzt auf hübschere Grafik, stellt den Spieler aber vor die gleiche Herausforderung. Es gilt, eine Fluglinie zu managen. Und dazu werden nicht nur Personal und Maschinen besorgt, bemalt und individualisiert, auch die Flugpläne und Routen müssen gewinnbringend festgelegt werden. Was hätte Frank West getan? Diese Frage wird in Dead Rising 2 Off the Record geklärt. Denn jetzt ist der Held des Original-Zombie-Spiels dran und erlebt die Story von Teil 2 auf seine Weise. Hübsche Grafik, flotte Autos mit dicken Knarren drauf und jede Menge Explosionen sind die Zutaten für das Koop-Action-Spiel Renegade Ops. Darin sollen ein böser Terrorist und seine Handlanger gestoppt werden. Am besten mit möglichst großen Kugeln. Nachdem World Rally Championship im letzten Jahr nicht sonderlich beeindrucken konnte, soll die diesjährige Ausgabe mit mehr Strecken, Fahrzeugklassen und Updates bei Grafik und Realismus ihr Glück im Duell mit Genre-Primus Dirt 3 versuchen. Sam ist zurück und er hat jede Menge Waffen im Gepäck. Die wird er auch brauchen, denn in Serious Sam 3 stürmen wie in den Vorgängern abgedrehte Gegnerhorden auf den Spieler zu. Story, Sinn und Verstand sucht man hier vergebens, aber das hat bei der Shooter-Serie ja Tradition. Dungeon Defenders verbindet Tower Defense und Action-Rollenspiel. Vier Spieler schicken dazu ihre Helden anrückenden Feindeshorden entgegen und beschwören nebenher Verteidigungsanlagen und Fallen. Verschiedene Charakterklassen und Ausrüstungsgegenstände sollen für Abwechslung und Langzeitmotivation sorgen. Wer beim PC-Fußball die Jungs auf dem Grün lieber selbst spielen lässt, wird mit dem Fußballmanager 12 von EA Sports auch in diesem Jahr wieder Trainer, Vereinschef und Manager sein können. Verbessert wurde dabei im Vergleich zum Vorgänger eigentlich alles, soweit zumindest das Versprechen des Entwicklers. Ende Oktober wissen wir mehr. Was wäre ein Monat ohne Sims-Spiel? Naja, zumindest eine Seltenheit. Im Oktober ist es die Sims 3, das mit dem neuen Add-on einfach tierisch um Haus- und Zuchttiere erweitert wird. Passend dazu lernen unsere Sims viele neue Aktivitäten rund um die liebenswürdigen Zwei- und Vierbeiner kennen. Nachdem es um die SimCity-Serie inzwischen sehr still geworden ist, hält Cities XL die Fahne der Städtebauspiele hoch. Das 2012er Update liefert noch mehr Gebäude und Versorgungsoptionen für die gigantischen Metropolen. Wer den Vorgänger schon hat, kann zum ermäßigten Preis auf die diesjährige Version updaten. Zurück zu den Wurzeln wird der Entwickler Firefly Studios mit Stronghold 3. Und das ist sicher keine schlechte Idee, denn die Qualität der Burgbaustrategie hat in den etlichen Ablegern arg gelitten. Ganz altmodisch kommt Stronghold 3 dann aber doch nicht daher. Eine neue Physik-Engine sorgt beispielsweise für hübsche Zerstörungseffekte. Über Steam ist Nuclear Dawn bereits seit September erhältlich. In die deutschen Händlerregale kommt der Multiplayer-Shooter erst Ende Oktober. Und damit kurz vor dem Überkonkurrenten Battlefield 3.
Ob sich Nuclear Dawn mit seiner Mischung aus Strategiespiel und Mehrspieler-Shooter trotzdem eine Nische erkämpft, werden wir in den darauffolgenden Wochen sehen. Nach der Jovut-Pleite war die Veröffentlichung von Fall of the Tarif mehr als ungewiss. Doch inzwischen hat das erste Add-on für Arcania Gothic 4 einen neuen Publisher gefunden. Die Erweiterung führt den Spieler in und um die Stadt Setarif, die von einem Dämonen unterjocht wird. Während die Kollegen von der CSI schon etliche Fälle in Computerspielen lösen mussten, bekommt jetzt auch das Team von Navy CIS ein Spiel spendiert. Die vier Einsätze des Action-Adventures stammen dabei aus der Feder der Serienautoren. Wie schon der Vorgänger setzt auch Grotesque Tactics 2 Dungeons and Donuts auf Humor. Kein Wunder bei dem Namen. Auch am rundenbasierten Spielprinzip ändert sich nichts, dafür ist die Grafik-Engine neu und die Talentbäume sollen jetzt deutlich mehr Freiheiten bieten. Die Macher des ersten Operation Flashpoints und der Arma-Serie schicken uns mit Take-on-Helicopters in die zivile Luftfahrt. Wir sollen das Charterunternehmen unserer Familie vor dem Konkurs retten und nehmen dafür verschiedenste Flugjobs an. Drei Helikopterklassen, Upgrades und ein realistisches Flugmodell sollen für Motivation und Herausforderungen sorgen. Mit Disney Universe geht es quer durch die Disney-Filme der vergangenen Jahre. Von Fluch der Karibik über Lilo und Stitch bis Wall-E. Das Action-Adventure stellt bis zu vier Spieler vor Rätsel, die teils nur in den richtigen Heldenkostümen gelöst werden können. Denn jede Figur verfügt über besondere Fähigkeiten. Das wohl größte Spielereignis im Oktober lässt bis knapp vor Monatsende auf sich warten. Dann wird Battlefield 3 veröffentlicht und wenn es nach den Plänen von Entwickler DICE geht, werden die Spieler in den kommenden Monaten nichts anderes mehr zocken. Geboten werden gewaltige Multiplayer-Schlachten, eine intensive Solo-Kampagne, zerstörbare Umgebungen und das wohl beste Soundsystem der Spielegeschichte. Ein paar Nummern kleiner geht es bei Payday the Heist zu. Im Vier-Spieler-Koop werden Banken ausgeraubt und Polizisten in Schach gehalten. Der Al Pacino-Klassiker Heat lässt grüßen. Laut Publisher 1C Company soll im Oktober auch das Weltraumstrategiespiel Star Wolves 3 Ashes of Victory erscheinen, also das zweite Star Wolves 3 Spiel. Einen deutschen Publisher gibt es aber noch nicht und auch auf Steam ist der Titel noch nicht zur Vorbestellung aufgetaucht. Serienfans halten ihre Vorfreude also vorerst besser auf Sparflamme.